So. Ist das schon das Ende? Ich habe gehört, dass es irgendwo noch einen viel dunkleren Tunnel hier geben soll. Oh. Oh, Route 2. Da hinten ist doch was, oder? 100%ig ist hier hinten was versteckt. Ah, I knew it! 3 Superbälle. Bei mir geht grad Pokémon, let's go Evoli. Sollte vielleicht mal mein Pokémon-Team umstellen. Ich glaube, das ist langsam angebracht. Dass sie einfach ihn nehmen und einfach gegen, keine Ahnung, Pikachu mal austauschen. Oh, hallo Chris. Erinnerst du dich noch an mich? Ich bin's, Professor Eichs Lieblingsassistent. Erinnerst du dich an mich? Du musst dich an mich erinnern. Bitte erinnere dich an mich. Ich bin sein Lieblingsassistent. Gut, dass ich dich treffe. Ich will dir was zeigen. Aber hier ist es ein bisschen zu hell dafür. Am besten gehen wir kurz ins Haus. Ich warte drinnen auf dich, Chris. Im Dark Room. Pass auf, er hat da schon Spritzen und einfach diverse Fotokameras vorbereitet. Ich weiß das. Er sieht aus wie jemand, der sowas tun würde. Ah, da bist du ja. Dann zeige ich dir wo am besten gleich, wovon die Rede ist. Es ist mir nämlich endlich gelungen, diese geheime Technik Lichtflut zu meistern. Augenblick. Ich dunkle mal eben den Raum ein bisschen ab. So, das sollte dunkel genug sein. Und jetzt heißt es, Kleider ausziehen und Spaß haben. Werde eins mit der Umgebung. Einmal tief durchatmen und jetzt flute ich den Raum vor deinem inneren Auge mit Licht. Siehst du? Jetzt sieht es hier drin wieder so hell aus, obwohl das Zimmer, obwohl das Licht immer noch aus ist. Du fragst dich nun wahrscheinlich, wie das möglich ist. Es funktioniert so. Durch meine Konzentration kann ich die Umgebung spüren und von meinem geistigen Auge sehen. Die schiere Intensität meiner Konzentration überträgt dieses innere Erleuchtung auf diese, überträgt diese innere Erleuchtung auf jeden in der Nähe. Also auch auf dich. Huch, will mir dein Evoli etwa sagen, dass es diese geheime Technik am liebsten selber erlernen würde? Wie bitte? Es hat die geheime Technik Spaltschnitt auch schon ohne weiteres gelernt? Ich bin sprachlos. Professor Eich hatte zwar erwähnt, dass dein Pokémon kein gewöhnliches Pokémon sei, aber das übersteigt meine kühnsten Träume. Einfach faszinierend. Ich werde mein Bestes tun, ihm die geheime Technik beizubringen. Aber dafür muss ich zuerst den Raum wieder dunkel werden lassen. Einen Augenblick. So, es kann losgehen, Evoli. Jetzt heißt es Konzentration. Werde eins mit der Umgebung. Einmal tief durchatmen. Und jetzt flute den Raum vor deinem inneren Auge mit Licht. Cool. Dein Evoli ist einfach unglaublich. Ich hoffe, ihr macht fleißig Gebrauch von meiner geheimen Technik. Und vergiss nicht, geheime Techniken sind keine Attacken. Dein Partner-Pokémon kann sie auch einsetzen, wenn es kampfunfähig ist. Coole Geschichte. Finde ich eigentlich sehr gut, dass halt diese Dinge keine Kampfdinger mehr einnehmen. Das war ja halt damals der Fall, dass man immer so AM, nee, gar nicht, es war VM, ne? VM-Slaves hatte. Wo du dann irgendwie so ein Radfratz mit dir rumgetragen hat, was irgendwie. Was war denn das nochmal? Ah, wie hieß denn das? Licht? Nee, es hieß nicht Licht. Es hieß. Es war auch nur ein Wort. Nee, nicht erleuchtet. Ich will sagen Blitz, aber Blitz war. Doch, es war Blitz, ne? Es hieß einfach nur Blitz, glaube ich. Wo so ein Pokémon Blitz konnte und Zerschneider und Zertrümmerer, glaube ich, und noch irgendwas. Und dann hast du noch halt irgendwie ein Flug-Pokémon, was Flug konnte und Wasser-Pokémon, was schwimmen konnte. Das wird aufregend. Mit Hilfe der Geheimtechnik Lichtflut kannst du den Felstunnel durchqueren. Weißt du, wo der ist? Geh von Azuria City aus nach Osten. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Okay. Hey Chris! Hast du dir auch die geheime Technik von Professor Eichs Assistenten beibringen lassen? Hä, was? Er hat sie Evoli an deiner Stelle beigebracht? Dein Partner zeigt also wie gewohnt allen, wo der Hammer hängt. Echt cool. Oh, weißt du was? Ich glaube, ich kenne einen Ort, wo wir die Technik ausprobieren sollten. Wie wär's? Soll ich dich hinbringen?
Nein. Ah, oh, okay. Du kommst wohl ganz alleine zurecht, oder? Brauchst mich nicht mehr. Ich verstehe schon. Ja, ich bin lieber alleine unterwegs. Okay. Dann erkläre ich dir zumindest den Weg. Geh einfach von Azuria City aus nach Osten. Und dann nach einer Weile hättest du den Felstunnel erreichen. Dann ist es so dunkel, sag ich dir. Du solltest vielleicht aufpassen, dass ich da drin mit einem Messer auf dich warte. Nachdem mir mein Herz aber... Ach du liebe Güte, immer diese overdramatic people, Mann. Diesen Strauch könnte man mit einem gezeiten Snacks. Ja, möchte ich. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Ich muss mal gucken, wo ich lang muss. Ich bin irgendwo auf der Welt und habe keinen Plan. Okay, was? Also, wir sind da angekommen. Was? Waren wir nicht... Was? Wir kamen hier hin. Dann war hier die Dicta-Höhle. Die Höhle hat uns einmal durch die komplette Welt geführt. Ist das euer Ernst? Ach du Kacke. Okay. Das ist Geografie, meine Freunde. Oh, was geht bei dir denn ab? Du siehst wichtig aus. EP ist eine Abkürzung, steht für Wettkampfpunkte. Wettkampfpunkte, genau. Okay, danke, Schwester, dass du das für die richtig dummen Leute irgendwo hinten im Raum nochmal wiederholt hast. Oh! Ein Blattstein. Hä? Supertrank? Was wir alles verpasst hätten, wenn wir jetzt mit Rotbert einfach mitgelaufen wären. Ich finde es halt auch immer wieder cool, wie sie einen fragen, ob man tatsächlich diese Attacke benutzen möchte, wo ich mir so denke, ja, ansonsten würde ich das Ding noch nicht ansprechen und hoffen, dass es kaputt geht. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nach Azuria City nochmal laufen, oder? Vielleicht finden wir einen Shiny-Pokémon. Oh, wir finden einen Bisasam. Das finde ich ja viel besser. Wie cool. Okay, Woman. Du bist meins. Yeah. Voll gut. Voll gut. Ich wusste nicht, dass hier Bisasame auftauchen. Oh nein, das solltest du nicht tun. Nein, Marina, das ist eine ganz schlechte Idee. Marina, nein. Ich möchte deine Ratte nicht in seine Einzelteile zersprengen, aber ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Ups. Tja, so kann das enden, wenn man sich die falschen Gegner aussucht. Oh, wir haben einen Pikachu noch gefunden. Aber wir brauchen kein weiteres, glaube ich. Nein, Safcon. Nein, einfach nur nein. Nope. Gegen ihn hätten wir schon gekämpft, aber okay, dann halt nicht.
Okay, Käfersammler Javad. Javad? Wie spricht man den Namen aus? Javad? 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 Mysteriös, mysteriös. Das ist Evoli weiterentwickeln, lese ich gerade. Ich glaube, das geht gar nicht. Also nein, man kann Evoli tatsächlich nicht weiterentwickeln, um die Frage auch richtig zu beantworten. Dein Starter-Pokémon wird immer so bleiben, wie es ist. Du kannst hier halt ein zweites Evoli fangen und das dann halt entwickeln. Aber du kannst das Pokémon, was du, wie gesagt, als Starter bekommen hast, tatsächlich nicht entwickeln. Das geht nicht. Du kannst zum Beispiel auch Pikachu nicht zu Raichu machen. Das heißt, Evoli und Pikachu werden auf ewig Pikachu und Evoli bleiben. Was halt bei den Pokémon als Ersatz passieren wird, ist halt, dass sie erstmal stärker sind. Und dass sie halt die entsprechenden Attacken lernen, welche halt... Oh, wie hießen die nochmal? Aquana, Blitzer und... Die Feuerversion. Also es lernt halt einfach Feuer, Blitz und... Wasserattacken. Flamara, genau. Flamara ist übrigens die beste Evolution von Evoli, nur so als kleine Info am Rande. Wirklich? Vor meinen Füßen tauchst du einfach auf? Was denkst du dir eigentlich? Wow, einfach willst der Pokémon Spam. Ist ja nicht mal ins Pokémon Center, ich weiß es gerade gar nicht. Nö, sieht eigentlich ganz gut aus. Eine Himbeere, die direkt triggern möchte. Nur weil ich den Namen vergessen habe, heißt das nicht, dass ich vergessen habe, wie es aussieht. Und es ist einfach dick und plüschig. Das heißt, ich finde es bei Default einfach cool. So, Aquana ist einfach ein hässlicher Fisch. Und Blitzana, na Blitzer, Blitzi. Die Blitzentwicklung sieht einfach aus, als ob sie einfach 15 Wochen nichts gegessen hat. Da gewinnt leider das Plüschfeuer-Pokémon im Vergleich zu allen anderen. So, hier kann man übrigens einen Glomanda finden, Gerüchten zufolge. Hier habe ich übrigens meinen Shiny Radfratz gefunden. Habe ich eigentlich jemals einen Zubat gefangen? Guck mal, hier habe ich dich gefunden. Huch, ein Wassertropfen ist runtergetropft und hat es wohl erschreckt. Ah. Oh mein Gott, ich brauche, glaube ich, auch noch. Habe ich einen Paras schon? Das war knapp. Oh.
So. Oh, komm. Ich weiß, das kriegen wir hin. Habe ich ja nicht mein Handy schon wieder hingelegt? Spontan mal nachgucken, ob mein Pokéball mittlerweile mal ankam. Das fällt mir so, fiel mir gerade ein. Ach ja, den habe ich mir ja geholt. Ups. Okay, wir hatten das anscheinend schon. Hier dann schon ein Zubat. Winzig. Ach du liebe Güte. Möchte ich wissen, wo der Mondstein ist? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es wissen möchte, aber ich kann natürlich euch auch nicht davon abhalten, es einfach zu sagen. Es könnte überall sein. Ich muss nur darauf achten, wenn mein Evoli plötzlich anfängt, voll auszurasten und dann ist da ja irgendwo was in der Nähe. Oh, gegen dich habe ich noch gar nicht gekämpft. Wow, diese Höhle ist unerwartet groß. Krassa. Level 8. Oh Mann, das tut mir so leid. Waren wir hier unten schon mal? Ich glaube schon. Ich glaube, genau, da oben war ein Item, ne? Wow, rastet mal nicht so aus. Chillt mal ein bisschen. Einen kleinen Stein haben wir auch schon. Die müssen wir noch mal, die müssen wir nicht nochmal fangen. Warum bin ich nicht durch die Diktahöhle zurück? Darum. Weil ich weiß, dass es auf dem Weg durch die Welt überall noch kleine Sträucher gibt, die ich gerne einmal zerschneiden möchte, um zu gucken, was dahinter ist. Und das ist halt der ideale Weg, um jetzt einmal kurz die Runde zu drehen. Weißt du, dann fuck it, Alter, als ob ich so einen Müll haben möchte. Euch haben wir schon bekämpft. Hier haben wir die Fossilien eingesammelt. So.
Mal schauen, was wir hier noch alles so machen können. Ein Glück findet es jedes Mal unter einem Busch eine Himbeere. Von denen habe ich eh zu wenig eigentlich. Daher kommt mir das eigentlich ganz gelegen. Geh weg. Dir möchte ich nichts zu tun haben. Okay, ihr seid alle nicht... Was darunter, ne? Hier kann auch ein Glumanda auftauchen. Weil hier habe ich meinen Glumanda gefangen. Auch wenn es relativ selten war. So, und hier sollte ich jetzt irgendwas zerschneiden, oder? Aha, vielleicht das hier. Tada! Tipps für Trainer, wenn... Okay, das wissen wir bereits. War ich hier schon mal? Oh, da hier ist das Pokémon-Entwicklungs-Dingsbums, ne? Dann laufen wir mal hier lang. Ah, genau, hier müssen wir nämlich wirklich lang. Denn da kamen wir nicht hin. Okay. Hier habe ich das Shiny Pipi bekommen, lese ich gerade. Es tauchte einfach auf. Es war einfach da. Dann habe ich es gefangen. Schau den Part auf meinem Let's Play-Kanal. Da habe ich das hochgeladen. Da kannst du dir halt angucken, wann ich das bekommen habe. Das ist sogar auf dem Thumbnail drauf. Das heißt, man findet es echt einfach. So. Wir kriegen's hin. Das ist ja noch ein zweites, ne? Das ist nämlich doof. Egal, wechseln wir gleich aus. Ein Rückzug-Keep sollte es machen, denke ich. Tada! Okay. Uflor. Da wechseln wir doch direkt mal. Ich mag den Sabber, der einfach aus seinem Mund hängt. Das ist halt schon ein bisschen stylisch. Ist halt schon so ein Mood irgendwie. Das kann man halt nachempfinden. So. Ich werde mal auf die Karte gucken. Okay. Bin ich jetzt ernsthaft auf dem Weg nach Lavandia City?
du liebe Güte, dann wird's ja gleich richtig spooky hier. Ich hoffe, ihr habt schon eure Anti-Spook-Caps aufgezogen, damit ihr nicht gleich einfach super gegruselt werdet die ganze Zeit. Ich kann ja nicht dafür die Haftung nehmen, dass plötzlich alle super, super scared sind. Wie schade das wäre. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass ich von meinem Nightbot die ganzen Halloween-Emotes gelöscht habe. Ach, ich will keinen Evitag haben. Ich dachte damals, als in dem Pokémon-Anime das erste Mal Ho-Oh auftauchte, weil der taucht direkt in der ersten Folge auf und keiner wusste das, keiner wusste, was das war. Jetzt habe ich das erste Mal gar nicht realisiert, dass das irgendwas war, was man nicht kennt. Dann habe ich irgendwann die erste Folge gesehen und dachte so, wow. Und dann, da gab es halt Gold und Silber noch nicht. Das heißt, keiner wusste, was das war. Und dann habe ich gerätselt, das könnte vielleicht einfach ein Eevee-Tag sein. Aber das war keins, das war ein Ho-Oh. Die haben einfach schon die zweite Generation in der ersten Folge geteased, die Krüppel. Aber das ist natürlich eine richtig schlaue Idee, was ich jetzt hier mache. Yeah. Was? Ah, deswegen, weil wir unsere Genauigkeit sinkt. Tja, da müssen wir jetzt aber durch. Genauigkeit 100. Ah, das ist viel besser. Ja, machen wir doch das hier. Wenn wir schon Attacken verschwenden, dann bitte auch Attacken, die Schaden machen. So. Auch hier ist Idewasser, los geht's. Er ist ja gar nicht verbrannt. Ist ja doof. Okay, dann müssen wir doch wechseln. Verdammt, ich dachte, ich wäre klug, aber leider nicht. Pipi, du musst es reißen. Sagt Nightbot nicht mehr halt die Fresse, lese ich gerade. Nein. Ich habe tatsächlich das Comment gelöscht. Das war jetzt so 3 Tage lustig und dann hat es leider echt seinen Lustfaktor ein bisschen verloren. Er ist ein bisschen crazy. Da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor. Und platt gemacht. Sehr schön. Moritz war jetzt schwerer, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Vielleicht muss ich doch so ein bisschen trainieren mal. Aber ich habe ja eigentlich schon voll viel gegrindet. Erstmal gekonnt an den ganzen Trainer-Dudes vorbeilaufen. Dreh dich weg. So. Muss irgendwie in die Stadt kommen, ohne gesehen zu werden. Noch was Cooles? Nicht so wirklich. Ah, ein Pokémon Center. Das kommt natürlich mega recht. Oh nein. Oh nein. Ich fass es nicht. Das ist doch dieser kleine Bengel, der uns ständig dazwischen funkt. Wegen dir hat niemand mehr Respekt vor Team Rocket. Wenn das so weitergeht, können wir dem Boss nicht mehr unter die Augen treten.
Was bedeutet, dass wir dir jetzt eine ordentliche Abreibung bevorsteht? Nicht so schnell. Ihr rottet euch zu viert gegen einen einzelnen Jungen zusammen? Das ist unverzeihlich. Keine Ahnung, wer du bist. Aber wenn du dich einmischst, machen wir dich auch fertig. Ich übernehme die drei hier drüben. Kümmer du dich um den Hampelmann dort. Überlass ihn mir. Die Antwort gefällt mir. Packen wir es an. Wir bekommen Hilfe von Best Girl einfach. Pikachu nicht fast tot? Nö, gar nicht mal. Das ist ja aufregend, aber gut. Was ist denn das für eine Kackattacke, dass die jedes Mal die Hälfte meiner HP abzieht, Mann? Nicht okay, nicht okay. Achtet ihr jetzt nochmal? Aha. Superzahn macht Festschaden von 50%. Das habe ich mir irgendwie schon fast gedacht, ehrlich gesagt. Kriegen wir das hin? Nee, ich glaube nicht. Egal, was wir machen, wir sterben. Yeah, du reißt es jetzt. Verdammt! Ah, das gibt's doch nicht. Macht nicht so einen Scheiß hier die ganze Zeit. So, geht doch. Du bist doch nur ein Kind. Wie kannst du so stark sein? Wir waren zu dritt und hatten trotzdem keine Chance gegen dich. Deine Eis-Pokémon sind viel zu stark für einen gewöhnlichen Trainer. Wer bist du? Ich bin Lorelei von den Top 4. Wenn ihr wollt, kann ich euch in Eiszapfen verwandeln, so wie eure Pokémon. Du gehörst zu den Top 4? In dem Fall, Rückzug! In dir steckt ein talentierter Trainer. Das hat mich sehr überrascht. Stehe. Du sammelst also die verschiedenen Arena-Orden. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem du dich der Pokémon-Liga stellst. Wir sehen uns wieder. Bye. Cool. So, dann machen wir meine Pokémon fit. Ich mache kurz mal Pause und dann sehen wir uns gleich wieder.